Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pathfinder. Und wir haben im letzten Part Octavia näher kennengelernt. Auf jeden Fall eine coole Socke. Und wir wollen jetzt mit Svetlana Leviton reden. Hier ist euer Regen, Svetlana. Kressel gab ihn mir. Ich konnte sie sogar überreden, nicht mit mir zu kämpfen. Svetlana, sollte euch die Wahrheit über sie erzählen. Kressel war nicht ihr richtiger Name. Vor allem hier hieß sie Irena. Sie war die Tochter meiner Mutter und ihres zweiten Mannes, meine Halbschwester. Ich werde das Gefühl nicht los, dass ich an allem schuld bin, was ihr widerfahren ist. Sie war schon immer ein Wildfang, lungerte auf der Straße herum und gab sich mit den falschen Leuten ab. Mutter hat sich bis zu dem Tag, an dem sie starb, immer über Irena beschwert. Damals ging es um grausame Spiele und seltsame Eskapaden. In Restorf hat sie niemanden ernsthaft verletzt. Ihr Vater hat unsere Mutter nicht lange überlebt, also beschloss ich, Irena zu helfen. Ich brachte sie hierher, in die Raublande, obwohl Oleg dagegen war. Und kaum war sie hier, geriet sie in die Fänge des Hirschkönigs. Sie hat ihn nie persönlich getroffen, aber die Geschichten und Gerüchten der hiesigen Jäger und Banditen reichten aus, um sie zu überzeugen. Er erzählte uns, im Gegensatz zu den Weichlingen in Restorf, wäre er ein wahrer Anführer. Schließlich lief sie davon und kehrte mit einem neuen Namen und einer Horde von Banditen zurück, Steuern von uns einzutreiben. Und schlimmer noch, beteiligte sich an der Folter und Hinrichtung der Gefangenen des Fischkönigs. Ich weiß nicht, ob sie je auf den richtigen Weg zurückfinden wird, aber ich danke euch für eure Güte. Vielleicht besteht ja noch Hoffnung, um meiner toten Mutter willen würde ich das gerne glauben. So, wir bekommen 10 Rationen, 45 Erfahrungspunkte und Svetlanas Erik ist weg. Dann müssen wir los. So. Haben wir wieder was abgeschlossen? Gucken, ob Oleg irgendwas zu erzählen hat oder. Aber schnell checken alles. Komm doch mal her. Zeig mir doch mal eure Waren. Ihr müsst unbedingt gewichtlos werden. Ohne Witz, Leute. Weg. 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 Das normale Langschwert kann auch weg, weil wir haben ein besseres Stock. Bei kritischen weniger, aber mal 2. Oh. Okay. Knüppel auch weg. Rapier, komm. Weg damit. Ein Kurzschwert können wir auch weggeben. Kurzbogen. Weiß nicht, ob wir die brauchen hier. Die Notiz eines Reisenden. Wir behalten sie erstmal. Vielleicht kann es mir jemand in die Kommentare schreiben, ob wir die Bücher für irgendwas brauchen. Nee, müssen wir noch tauschen. Wir sind total überlastet. Irgendwas müssen wir noch loswerden. Ach ja, wir haben noch Ringe und so einen ganzen Schnickschnack. Hier, Taschenspiegel. Gut, der wiegt jetzt nicht unbedingt viel. Bergkristall. Alte Rostlandmünzen und dann links von der Seite. Komm, weg da. Irgendwie haben wir irgendwas, was hier richtig viel Geld gebracht hat. Langbogen Meisterarbeit. Okay. Noch ein Meisterarbeit. Noch ein Meisterarbeit. Okay. Heben wir mal einen von auf. Was für gutes. Verfunkener Edelstein, der Händler würde viel Geld dafür ausgeben. Ja.
Jade auch verkaufen. Grüner Quarz, nochmal. Check von Rede, ein Andenken an längst vergessene Zeit. Ein erfahrener Antiquitensammler sondern würde sehr viel Geld dafür ausgeben. Und hier noch Perlen. So, hier noch Chitin. Achat. So, hier Weihrauch. Silberring. Tintenfässchen. Eine silberne Schnalle. Löffel. Knochenketten. Hämatit. Ein Ring. Schauen wir hier. Ein goldener Tand. Einfach noch ein Schmuckstück. Ach, Händler würde viel Geld dafür ausgeben. Mach mal. Ein goldener Ohrring. Auch nur Schnickschnack. Kleines Pergament. Ein wertvolles Luxus. Ein Händler würde viel Geld dafür ausgeben. Auch weg. Ach, Hartohrring. Aber ja, schriftliche Befehle. Ne, die behalten wir mal. Immer noch. Wir haben immer noch, wir sind immer noch total überladen. Weil wir nicht wissen. Oder machen wir es das einfach, wenn wir es ordentlich laufen. Aber wir haben ja auch Stäbe, magisches Geschoss. Oh, mit einer Schrei. Ja, wir müssen erst. Ne, stopp. Wir müssen erst wieder weiterlatschen. Kann man mit Bocken reden? Aber wir können mittlerweile schon wieder schneller laufen. Ach ja, zeig mal, was ihr habt. Wir wollten ja Tränke kaufen. Tränke, Tränke, Tränke. Mittelschere Wunden. Oh, das war teuer. Ja, wir haben schon ein bisschen Geld. Machen wir mal 10. Das, was wir eigentlich eingenommen haben, ist jetzt eigentlich schon wieder weg. Aber es ist mir egal. Wir brauchen auf jeden Fall Tränke. So, wir wollen auf jeden Fall jetzt weiter. Ja, jetzt, ich schon meine Pizza. Oh, lecker. Vielleicht gibt es schon lecker Pizza. Selbstgemachte. So. Wir wollen einmal, zweimal mitnehmen. Wir kommen gleich wieder zurück. Naja, ich will gucken, wegen Equip austauschen, geben. So. Dann. Komm her, was hast du für eine Waffe? Ein Krummsäbel? Ich würde gerne mal wissen, was ist das für eine Kette-Rüstung? Hier? Ich würde mal interessieren, Blutmagus, weil das ist sogar ein Ruf, Kämpfer oder Magier, wenn das ein Charakter ist, beginnt sich auch. Ja, ich will ihn auf jeden Fall mitnehmen, aber ich würde das sehen. Umsäbel. Meisterarbeit. Göttermund. Ja gut, aber mich interessiert, welche Waffen auf was da spezialisiert ist. Alles klar. Dann hat er ja gar nichts großartig, was er schleppen kann. Ich werde einen Langbogen mitnehmen. Was aber auch keinen Sinn macht, weil er kein. Er könnte ihn benutzen, aber er kann Magie, er kann zaubern. Irgendwie ist das Bild cool von hier. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Auf jeden Fall. Ja. Sie hat keine Rüstung. Jetzt hat sie eine. Mal ganz kurz was testen. Die Rüstung.
Was passiert nichts weiter. Sie hat einen Kurzbogen. Sie kann Langbogen mal. 1,8. Okay, Rüstung auf die falsche Fußrüstung. Okay, wir versuchen mal. Gucken, was passiert, wenn sie. So, was ist denn da? Auf jeden Fall machst du damit mehr. Und du kriegst von mir noch. Für den Nahkampf ruhig was. Hast du nämlich nichts. Eine Dolch für die Meisterarbeit. Nee, komm. Hast du. Ja, haben wir das auch. Du hast auch noch einen normalen Dolch, ne? Ja. Ist auch ein Meisterarbeitsdolch. Vergleich. Was müssen wir vergleichen? Der Meisterarbeit macht weniger Damage? Ernsthaft? Waffe, Meisterarbeit, eine meisterliche gefährliche Version einer normalen Waffe. Bietet einen Verbesserungsmodus plus 1 auf Angriffswürfe. Oh ja. Lassen wir jetzt einfach so. Passt schon. Dann können wir den ganzen anderen Scheiß jetzt einfach verkaufen. Genau. Warte mal, kann er. Nur einhändig. Weil kann er das Schild nicht nehmen. Na gut. Also gut. Kevin. Können wir den ganzen Splunder nämlich verkaufen? Erstmal. Geht ja schnell. Dann werden wir unsere neue Party zuschenken. Ich werde auf jeden Fall die Party ändern. Time becomes distance. So. Weg, weg. Obwohl, Langbogen. Oh, ist Kurzbogen, genau. Das kann ich. Was haben wir hier noch? Rationen. Das will ich irgendwie nicht weggeben, meinerseits. Das kann schon mal weg. Das Langschwert plus 1 behalten wir auf jeden Fall. Auch den S-Tock. Griffe mit dieser Waffe erhalten einen Verbesserungsbonus von plus 1 auf Angriff und Schadenswürfe. Was hat er als Info? Ja, genau dasselbe. Aber die will ich behalten. Ich weiß nicht warum. Auch genau den Langbogen Meisterarbeit will ich auch nicht weggeben. Ich darf das hier nicht. Ein Duellschwert. Wenn die schon so viel wert sind, dann müssen die irgendwas Gutes haben. Shit, da. Ich höre welchen Schrei aus. Komm. Weg. Das war einfach ein magisches Geschoss, oder? Wohl, behalten wir mal. Wenn wir alles behalten, gleich wieder nichts mitnehmen, wenn wir was finden. Die behalten wir auf jeden Fall. Was hier? Blade. Ach, komm, weg. 2 bis 9. 12. Einhändig. Komm. 3 bis 9. Duellschwert. 1. Duellschwert. 2 bis 9. 2 bis 9. 1, 8. Verbesserung plus 1. Wiegt ja nicht wirklich viel. Das heißt, da haben wir
Wir müssen auf jeden Fall was loswerden. Aber was machen? Ich tue was auch sicher nicht viel. Wir haben viel zu viel Essen dabei. Und wir haben. Haben wir nicht eine Truhe, wo wir Sachen reinpacken können? Ich meine, wenn das hier unser in Anführungszeichen Lager ist, müssen wir auch irgendwo was verstauen dürfen. Schlossen. So, wir mal ein paar Sachen mal reinschmeißen. Weil wir wissen, müssen wir so viel zu essen mitschleppen. Guck mal, das sind 3 Pfund. Wir haben Rationen. Die Dinger können wir da reinschmeißen. Auch die Bücher. Wir brauchen noch Waldläuferfeuer aus Restaurant. Der Gegenstand gehört einem Warner. Okay, auch verkaufen. Das lasse ich euch mal mit, aber schriftliche Befehle könnte wichtig sein. Rezept: Mehl, Zwiebeln und Fleisch. Mehl, was ist ja? Fleisch, Fleisch haben wir hier, Lendenstück. Fleisch. Süße Handlung, Eier und Honig. Ach, wenn man das teilt, lernt das dann alle? Aber noch über 200 Pfund. Ach, das ist noch viel zu viel. Was bräuchten wir? Nee. Was wiegt hier noch so viel? Pfund. Ja, was das? Ja. Das sollte mal reichen. So, aber jetzt mal wirklich, jetzt wollen wir mal los. Ich wollte ja wissen, wie meine neue Party aussieht. Die ich mir überlegt habe. Boah. Heftig. Voll erschrocken gerade. Du darfst doch gerne laufen, du wiegst nicht mehr so viel. So, also ich habe mir überlegt, Trophäen, als ich die liegen lasse, sind die weg. Ich speichere mal ganz kurz. Übrige Trophäen. Ich glaube nicht, dass die Wechselwechsel da reinlege, oder? Wir testen das mal ganz kurz.
Wäre ja echt mega kacke. Wenn ich hier nichts lagern könnte. Weiß, das nervt euch vielleicht jetzt, dass es angeht. Ach, ist doch da. Dann nehmen wir einfach. Nee, wir sind mal auf Speicher gedrückt. So. Weil wir haben ja ein bisschen Zeit verbraucht im Spiel. Die wollen wir natürlich nicht verstreichen. Nötig. Oder verstreichen lassen. So, wir machen unser Team. Hier. Also, wer auf jeden Fall einen Platz sicher hat, das bist du. Ja, weil Zuschauer ist jetzt nicht, noch nicht die stärkste, aber kann ja noch leveln. So, Iruma ist dabei. So, muss man schon trinken. So, dann möchte ich auf jeden Fall. Also ich kann zaubern. Ja. Dann möchte ich auf jeden Fall Amiri mitnehmen. Dann möchte ich auf jeden Fall Rinzi mitnehmen. Dann möchte ich, ja, das ist jetzt so die Frage. Harim auf jeden Fall, weil er. Aber ist Harim so gut? Ich kenne ihre Werte nicht. Ich kann zwar zaubern. Also 3 aus D, 4 aus der Stings. Ich weiß nicht. Nee, ich glaube, wir lassen Harim hier. So, so. Lassen wir ab sofort Harim hier. Ich weiß jetzt nicht, ob sie zaubern kann. Man kann es jetzt auch nicht nachprüfen. Aber wir lassen Harim zurück. Gut, er kann heilen. Wenn sie heilen kann, also Octavia. Sie hat leichte Wunde heilen. Eine Gürtellaterne. Person verkleinern. Längender Stahl. Stahl. Aber gut. Größer, Magierrüstung, Schneeball, verschwinden, Flügel, magisches Schloss. Personengröße, die kann nicht heilen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Kann er heilen? Schock, zieht sich ein Schlagschild. Ah, gut, das kann ich immer noch beibringen. Ethermagie? Was denn? Keine Ahnung. So Quatsch. Dann können wir noch, wenn wir schon mal hier sind, fällt mir gerade was ein. Wie viele Punkte hatten wir überhaupt? Rüstung. Ich überlege gerade, wo die Lebenspunkte stehen könnten. Ah, 17. Ja. Krieg ich auf jeden Fall 2 davon. Kriegst du auf jeden Fall einen großen. Einmal, zweimal, genau so wie mein Charakter. So. Die hat nicht so viel Leben, da reicht auch ein kleiner. Bei dir genauso. Du hast schon einen. Ich habe also so wenig Leben. Also, ob das die Party nicht ein bisschen zu schwach ist, weiß ich nicht. So. Als nächstes, liebe Freunde, haben wir hier einen Ort, und zwar verlassene Hütte. Die Überreste eines kleinen Hauses neben einem Steinaltar sind tief in den Wäldern verborgen. Die örtlichen Jäger, die hier ab und an lagern, versuchen sich keine allzu guten Gedanken darüber zu machen, wer die Hütte gebaut hat und warum sie verlassen wurde. Könnten wir hierhin gehen oder natürlich hierhin? Wir werden aber diesen Weg hier anwählen. Nach 17 Stunden.
Und dann kämpfen wir. Ich bin der Meinung, dass wir da nämlich jetzt was erledigen können. Wenn nicht, habe ich natürlich Pech gehabt. Na ja, gut. This will hurt. Heute nochmal alles einsammeln. So, wir haben wieder 25 Minuten. Das bedanke ich mich auf jeden Fall recht herzlich bei allen Leuten, die wieder geduldet hatten, mit dabei waren. Und wir sehen uns, wenn ihr. Oh, die Karten ist ziemlich groß. Können wir mal gucken. Was hinten. Ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt. Wäre auf jeden Fall cool. Und ja, dann würde ich mal sagen, danke fürs Zusehen. Ciao!